Ich glaube, wir haben einen neuen Lieblingsplatz irgendwie. Ja. Sehr schön hier, sehr schön. Hallo, Glück auf und herzlich willkommen. Moin, ihr Lieben. Moin. Wir haben das Wochenende auf einen Stellplatz in Holland verbracht. Der da heißt Top Park. Genau, das ist in Oldenzaal Top Parks. Top Parks. Het Hulsbeck. Das ist so ein Seengebiet mit Freizeitaktivitäten. Campingplätze, See, oder so. Badestelle und so weiter. Ja, wir blenden jetzt gleich mal ein paar Bilderchen ein von den letzten Tagen. Damit ihr euch mal ein bisschen den Überblick verschaffen könnt. Das ist total schön hier. Ja. Also wirklich total schön. Ja. Mitten im Wald. Oder am Waldrand. Im Wald am Seerand. Oder so. Ja, wir zeigen einfach mal ein paar Bilderchen. Genau. Und lasst euch mal ein bisschen inspirieren. Ist echt toll. Ja. Fahrradfahren, für Hunde super schön, also auch laufen, es geht gut. Mountainbiking. Genau, Mountainbike-Strecke, ach, Pipa, Pup, alles drin. Ja. Der Platz selber hat auch Stromanschluss, End- und Versorgung, so eine Toiletten. Camperclean? Camperclean, danke. Und aber auch zum Ausgießen, händisch. Dann hast du noch WC-Anlage, also zwei Duschen und also integriert zwei Duschen jeweils mit Toilette. Genau. So. Da waren wir jetzt noch nicht drin, werden wir wahrscheinlich auch nicht reingehen. Ich habe gerade mal einen Blick erhaschen können, sah sehr gut aus. Ja. Das ganze Ding ist hier auch relativ neu. Ich habe gestern mit dem Besitzer kurz geschnackt. Ein Jahr alt, das Ganze hier. Und hier ist noch dieser Minigolf, zeige ich euch gleich. Platz, den hat er wohl auch schon dazu gekauft. Der wird also noch erweitert. Passen rauf 50 Wohnmobile. Ein Zelt habe ich auch schon gesehen, auch kein Problem. Zelt? Habe ich doch gerade gesehen da. Ja, das war in Kombination mit dem Wohnmobil. Also Wohnmobil und ja. Zelt geht in Kombination. Ja. Ja, das stimmt. Also nur Zelt geht nicht. Keine Ahnung. Also der scheint aber echt sehr relaxed zu sein, der Kollege ja. Hier. Wir gehen jetzt eine Runde. Genau. Ach so, hier, da gibt es noch Frikandeln und Restaurant und Pommes und alles Mögliche. Also da kannst du noch schön essen gehen. Ne? Ja, direkt schräg gegenüber. Ja. Thank you.
Ja, unbedingt. Also auch mal im Winter schön in die Therme. Ja. Warum nicht? Ja. Respekt. Fein, fein. Toll. So, meine Lieben, und das alles hier für Umme. Also Umme ist für umsonst, also für kein Geld. Allerdings keine Hunde hier erlaubt. Ja, der Klassiker. Ja, aber sonst, ich sag mal... Ist jetzt gerade mal nichts los. Gut, wir haben jetzt auch Wochenanfang. Ist ein bisschen frisch. Oh. Ja. Sehr schön. Gestern war ja hier ein bisschen was los. Tretbootverleih. Genau. Bötchenverleih. Hier im Bolzplatz. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Wenn man hier so unter der Eiche steht. Ist das eine Eiche? Ja. Doch, ja. Sehr schön. Boah. So, und der Stellplatz. Also das ist jetzt alles sehr nah, fußläufig. Was weiß ich, 5 Minuten, 10 Minuten laufen. Und da hinten, Moment, krieg ich das rein, da so. Wo die hohen Spitzen rausragen von den Bäumen, circa, da müsste der Stellplatz sein. Also. Und wenn man jetzt da hingeht, dann läuft man ja am See entlang. Und da sind überall so kleine Wege zum Wasser runter, wo man dann auch mit Hund gehen kann. Das ist also, sind überall hier am See dann halt so Stellen, wo dann auch hier der Hund rein kann. Halt in der Badeanstalt nicht, ja, aber... Ja, ist ja klar. Aber genau diese Stellen gehen wir jetzt mal an. Genau. Ui. Es wackelt ja hier. Surfing. Da ist ein exklusiver. Privat stehe ich vom Stellplatz. Genau. Auch sehr schön. Kannst du direkt von hier aus ins Wasser. Ja. Rüberschwimmen. Hinten zur Brücke. Hier Richtung gehst du durch zum Camp, zum, genau. Zum Stellplatz. Oh. Und es wackelt halt ein wenig. Hitzig. Gar nicht hitzig. So, da hinten, was wollte ich sagen? Da hinten ist irgendwo der Stellplatz im Hintergrund. Müsst ihr gucken. Hab jetzt keine Zeit. Ich muss jetzt hier wieder runter. Warte mal. Mai, oh Mai, oh Mai. So, hier kriegst du dann so eine Plastikkarte, kannst du mit Bargeld bezahlen, Karte bezahlen, mit allen Firlefanz bezahlen. Kannst du auch Strom aufbuchen und ja, das ist ganz simpel. Auto mieten kannst du hier noch. Was ist das hier? Brötchenliste. Ah.
Brötchen kannst du noch bestellen und so ein bisschen hier Tipps, Infomaterial, Karte von Odensaal. Ja, auch nochmal Infomaterial, alles voll. Alles super. Ja. Wir haben jetzt leider die Karte nicht mit für die WC-Anlage. Ja, gucken wir gleich mal, können wir einfach noch mal kurz gucken. Ja, wenn wir es schaffen, gucken wir gleich nochmal rein. So, das war unser kleiner Rundgang. Da oben ist sie. Macht schon weg. Ne, war unser kleiner Rundgang, ein bisschen ja. Campingplatz, ein bisschen Umgebung. Ich denke, ihr habt einen ganz guten Eindruck bekommen. Was auf jeden Fall wichtig ist, nehmt eine lange Stromleitung mit. 20, 25 Meter macht Sinn. Die Stromsäulen sind ein bisschen weiter weg hier. Fern- und Entsorgung haben wir gezeigt. Wasseranschluss gibt es hier nicht auf den Parzellen. Ansonsten hat das schon so ein bisschen den Eindruck, ja, ich sag mal, wenn jetzt hier noch ein Restaurant oder ein Kiosk drauf wäre, wäre es auch ein Campingplatz, oder? Ja, wobei, so man hat ja wirklich hier schräg gegenüber das Restaurant, ne, was ja... Ja. Der Hund? Scully? Scully! Bleib mal hier. Nee, alles... Also unbedingt machen, finde ich. Ja, also wir machen es definitiv nochmal hier. Es ist sehr, sehr schön, viel zu laufen, viel Verschiedenes zu laufen. Also man kann hier allerlei machen mit dem Fahrrad. Nächste Mal gucken wir mal, dass wir das mit dem Fahrrad hinkriegen. Scully? Und ja. Also ich bin Scully! Einen Moment. So, da sind wir wieder, kurz den Hund eingefangen. Ja, der nutzt es immer dann gerne, wenn er mal ohne Leine ist. Dann können wir mal einen Streifgang machen. Nee, also nochmal, wirklich gut, schön, schick, stehen wir in der Sonne. Ja. Empfehlenswert, machen. Und ja. Die Beschreibung und Adresse schreibe ich euch unten rein, wie gehabt. Ja, das so soll es dann sein. Genau, das war unser Wochenende in Holland. Bleib sauber, mach's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss, der Hund kommt schon wieder.